Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elite Dangerous. Wir waren ja letztes Mal so schön dabei, diese Transporte zu jagen. Und das werden wir auch jetzt wieder tun. Einfach, weil wir nur noch 38 Abschüsse brauchen bis Rang 3. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, diese Chance. Und 38 Abschüsse sollten ja relativ flott zu machen sein. Auch wenn wir schon ein bisschen Schaden genommen haben, das wird schon. So, jetzt müssen wir noch warten, bis er uns überholt. Das scheint mir die einfachere Taktik zu sein. Die einfachere. Bla. Ihr wisst schon, was ich meine. Und übrigens, im Zusammenhang mit Batman wollte ich noch sagen, dass er immer noch im Hintergrund runterlädt, weil ich das ja auch dann Let's Playen möchte. Ich hatte mir überlegt, also Elite wird natürlich weiterhin bleiben, aber wenn das erscheint, ist es ja bekannt, dass ich Fußballfan bin, werde ich glaube ich auch mal das neue Pro Evo, das dieses Jahr erscheint, ein bisschen Let's Playen, weil ich früher immer schon an den Management-Modi von Pro Evo Spaß hatte, wobei mich eine Sache immer genervt hat, nämlich dass man da immer im gleichen Verein bleibt. Man wählt ja am Anfang seinen Verein aus und ja. Das stört irgendwie, dass man dann da nicht wechseln kann. Zumal es ja jetzt keine Fußballmanager mehr geben wird und die habe ich auch sehr gerne gespielt. Na komm, wir machen mal was Lustiges. Bin übrigens doch überrascht, dass die Cobra relativ schwach ist. Ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass die etwas mehr drauf hat. Target Shields offline. Aber naja, ich wollte mir sowieso mal eins von den neuen Schiffen dann zulegen bald. Die Diamondbacks. Die Explorer am besten, weil damit man dann wahrscheinlich auch... Also... Man merkt, ich habe relativ viel mit dem Feuermagier da geredet in der einen, das war glaube ich am Samstag. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Er meinte, die Diamondback Explorer hat ungefähr die Power, die eine Asp auch bringt, aber ist leichter und damit hat sie eine höhere Sprungreichweite. Nein, du darfst mir nicht durch die Lappen gehen. Verdammt. Da wollte der einfach nicht sterben. Frameshift Drive charging. Das ging natürlich auf die Munitionsreserven jetzt. 4, 3, 2, 1, Aber vielleicht erwischen wir ihn engage. ja nochmal. Da sind doch schon welche davon. Ich glaube, die Cobra ist weg. Das ist aber Security. Die bewachen doch nicht etwa den Transport? Sieht nicht so aus, dafür sind sie zu weit weg. Also zueinander. Ihr bewacht auch nicht den Transport. Wunderbärchen. So, aber du bist der Transport. Deshalb müssen wir dich natürlich schnappen. Dass das reine Abfangen von Schiffen auch schon Bounty-Kopfgeld gibt, gilt natürlich nicht für die Systemsicherheit.
Das finde ich ja übrigens immer so ein bisschen doof, dass man in vielen Spielen, wo einem gesagt wird, man kann alles tun, häufig genau das nicht tun kann, nämlich quasi im Spiel auch Berufe ergreifen, sozusagen, die die NPCs machen. Na komm, geben wir gleich volle Möhre drauf. Target shields offline. Dann haben wir es schneller hinter uns. Und tschüss. Target destroyed. Schön. Noch 37. Frameshift drive charging. Ich zähle ja immer brav mit. Ready to engage. 4, 3, 2, 1, engage. So, weiter geht's nach einem kurzen Siegerschluck. Aber nur einen winzigen Schluck. Ach, wir haben schon wieder eine Treibstoffeinheit verbraucht. Igel! Du hast doch hier bestimmt nichts verloren. Wir sind ein bisschen flott unterwegs. Fuel scooping. Fuel scooping complete. Cobra, Cobra, Cobra. Seid ihr vielleicht noch Transporte? Serious Security. Da bist du bestimmt auch Security. Jawohl, ja. Das ist ja alles eher blöd. Edda, du willst doch, du möchtest doch dich quasi uns anbieten, oder? Du willst es doch auch. Dann bringen wir uns doch schon mal in fein manövrierte Position. Nein, jetzt ist es weg. Schweinebacke. Erzähl mir doch nichts hier out of range. Komm, eine Cobra und eine Edda zusammen. Das ist doch wohl zu machen, wenn wir sie denn einholen. Wieso eiert der da so beknackt rum? Ich würde sagen, wir fangen mit der Edda an. Eventuell haben wir die schon weggeballert, bevor die Cobra überhaupt spawnt. Das dauert ja einen kleinen Moment immer. Na komm. Okay, soweit zum Plan. Under attack. Oh, nicht rammen, bitte. Ich möchte den zwar zerstören, aber... Not like this. Not like this. Target shields offline. Shields offline. Canopy critical. Taking damage. Target shields online. Under attack. Ich fürchte dann... Oh, da waren mal wieder die G-Kräfte zu krass.
Nach diesem Kill müssen wir aber mal uns reparieren gehen, fürchte ich. Shields offline. Shields online. So, und jetzt stirb. So, jetzt haben wir doch schon mal für ausgeglichene Verhältnisse gesorgt hier. Frameshift charge detected. Oh nein, vergiss es. Alter, diese Kobras. Immer hauen die einem vor der Nase ab. Naja, wir müssen jetzt erstmal reparieren gehen. Dazu müssen wir das System wechseln. Denn... ich will nicht mich hier reparieren, wo... wo es mir etwas zu gefährlich ist, eventuell. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie das System hieß, in das ich da gesprungen bin, um mich neulich zu reparieren. Was ist das hier? Da gibt es ja noch ein anderes. Muss ja nicht zu irgendeiner Fraktion dazugehören. Es hatte irgend so einen... War das vielleicht das hier? Es hatte irgend so einen abgefahrenen Namen. Ja, es war das hier. Komm. Wow, kommen wir da nicht auch in einem Sprung hin? Frameshift Drive charging. Ich würde sagen, stell dich mal nicht so an hier. Das kann es ja auch nicht sein. 4, 3, 2, 1. Mich würde interessieren, was das da für Kontakte auf dem Radar waren. Denn, die waren ja, also ist uns da vielleicht doch mal die Systemsicherheit auf die Schliche gekommen, sozusagen. Achso, ist ja schon als Ziel angewählt. Fuel scooping. Und in dem System sind wir nicht mal gesucht, das finde ich ja schön. Nur einfach so feindlich. So, wir tanken erstmal. Ich bin am Überlegen, wenn ich jetzt doch auch andere Let's Plays machen werde, ob ich dann meinen Kanalnamen ändere auf meinen Nickname. Aber... Na, das Hauptangebot sollen ja nach wie vor Weltraumsachen sein. Hicks. Von daher... Jetzt kriege ich schon wieder Schluck auf. Es ist doch zum aus der Haut fahren. Aber nach jetzt so fast einem Jahr, ist ja nur noch eine Woche ungefähr, bis ich das Ganze hier ein Jahr lang schon mache, muss ich sagen, so nach dem, was ich mir vorgestellt hatte, passt das doch. Ich habe zwar nicht viele, aber ein paar stabile Zuschauer, das freut mich auch und ich hoffe, es gefällt euch auch nach wie vor. Mir macht es immer noch Spaß, das aufzunehmen und so. Auch wenn es manchmal ein bisschen hektisch ist, wenn ich irgendwie eigentlich gerade gar keine Zeit habe und aber trotzdem eine Folge brauche. Das merkt man dann wahrscheinlich auch an den Folgen, die sind dann vielleicht mal nicht so toll, weil einfach nur schnell irgendwas machen. Aber
Ja, zumindest hoffe ich, dass man merkt, dass ich versuche, mir da Mühe mitzugeben. Und das mit dem jeden Tag eine Folge ist ja, zumindest wenn man da jetzt nicht seinen ganzen Tagesablauf nach ausrichtet, schon eine Ansage an sich selbst auch. Also wenn ich jetzt damit Geld machen würde und davon leben könnte so, dann wäre das natürlich kein Thema. Dann würde ich einfach sagen, okay, hier 8 Stunden pro Tag nehme ich auf, 2 Stunden das Spiel, 2 Stunden das Spiel, 2 Stunden das Spiel. Aber Docking request so granted. muss man dann natürlich irgendwie Konzessionen machen. Kompromisse meine ich. Dabei geht, glaube ich, beides. Ist egal. Also man muss natürlich irgendwie das dann in seinen Tagesablauf so einbauen, dass man dann für den Rest auch noch Zeit hat. Und ich tanze ja da nun auch auf mehreren Hochzeiten. Mit Studium und ich glaube, es ist schon mal angeklungen, dass ich ja auch Musik spiele. Also, ich glaube, ich habe Docking schon mal scherzhaft successful. irgendwie erwähnt, ich könnte ja das Engines Let's Play mit meiner disengaged. Gitarre begleiten. Puh, das war kräftig. Oh, ich wollte mal den Text lesen dazu. So, was wollte ich denn machen? Außer reparieren? Nachladen können wir hier leider gar nicht. Na, das sind sogar Kartendaten von genau diesem System. Oh. Können wir vielleicht an der anderen Station nachladen? Das wäre es mir noch wert. System Map. Refuel Repair, Refuel Repair. Das ist ja doof. Wie viel Munition haben wir denn noch? 570 Schuss. Dann sollten wir uns tatsächlich mal eine Station suchen, die uns da nachhilft, ohne dass sie uns gleich abknallt. Vielleicht hier? Nein. Also ich will nicht riskieren, in die Coriolis oder sowas reinzufliegen. Ja, das wäre auch hier das Problem. Wo ist denn jetzt Parenyi hin? Bin ich bescheuert? Da unten. Das wollen wir natürlich nicht aus den Augen verlieren. Toll, da gibt es keine Systemdaten. Da auch nicht. Wie sieht es denn hier aus? Ich brauche doch nur einen Außenposten. Denn wenn wir uns in die Reichweite der Station begeben, sind wir wahrscheinlich tot. Wie sieht es hier aus? Ach so, da habe ich glaube ich schon geguckt gehabt, ne? Geguckt gehabt. Hier, das ist zwar bisschen weit weg, aber die bieten das an. Na toll, komm, dann nehmen wir die. Ship released. Engines engaged. Das ist mir jetzt auch mal die ökonomische Route wert. 1,8 Lichtjahre, da kann man ja schon fast mit von Hand hinfliegen. Frameshift Drive charging. Man merkt es ja auch an den ganzen anderen Let's Plays, die so ein 2, bisschen schleifen, 1, sag ich mal. engage. Also das Einzige, was ja einigermaßen regelmäßig tatsächlich funktioniert, ist Space Engineers und Elite. Das sind aber auch quasi ja meine wichtigsten Sachen. Die sind ja relativ aktuell. Der Rest ist ja eher so Retro-Bereich.
Was natürlich auch nicht schlecht ist. Da lernt man nochmal ein paar Spiele kennen, die man vielleicht damals übersehen hat. Sag ich mal so. Fuel scooping. Fuel scooping complete. Und das ist ja durchaus... Ist hier vielleicht eine Station? Vielleicht können wir uns den... Nee, ist unbesiedelt. Den Sprung sparen, wollte ich sagen. Hm. Ja, das ist ja durchaus auch was Tolles. Da wollte ich auch noch mehr Sachen zeigen. Star Trek Armada zum Beispiel. War auch ein super geiles Spiel. Und hatte eine lustige Story und selbstverständlich die Originalsprecher. Zumindest von den Figuren, die auftraten. Was nicht so viele waren. Ich bin gerade am Überlegen. Wer tauchte denn da drin alles auf? Patrick Stewart. Fuel scooping. Michael Dorn. Fuel scooping complete. J.G. Hertzler. Auch bekannt als Martok. Ich glaube, der Sprecher von Toral war nicht der Schauspieler von Toral. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Dann war da noch Sailor, das war auf jeden Fall Denise Crosby. Aber die hat ja auch sonst nicht mehr so viel zu tun. Und die Borg-Königin tauchte da, glaube ich. Nee, Locutus war das. Gut, das war nochmal Patrick Stewart. Das war ja dann leicht zu machen. Und der Mui, der mit mir Space Engineers macht, hatte ja auch überlegt, mit mir zusammen eventuell Homeworld zu spielen. Die Remastered Collection. Fuel scooping. Fuel scooping complete. Na, das hat sich ja gelohnt. Frameshift drive charging. Wobei ich mich frage, inwiefern man Homeworld als Multiplayer-Let's Play machen kann, weil das ja, wenn ich mich nicht irre, wahrscheinlich nur eine Singleplayer-Kampagne hat. Ich finde, es sollte viel mehr Spiele mit Koop-Kampagnen geben. Das wäre einfach besser. Und das macht schon ziemlich Spaß. Gerade im Strategiebereich ist das ja auch ziemlich einfach. Also ich weiß nicht, ob hier jemand Warhammer-Fan ist, aber bei Dawn of War 2 die Kampagne im Multiplayer zu spielen, hat einfach wesentlich mehr Bock gemacht als alleine. Ich meine, alleine war es auch okay, ne? Das will ich jetzt nicht irgendwie unterschlagen, sag ich mal. Aber ich weiß noch, da habe ich mit einem Kumpel zusammen Dawn of War 2 gespielt in der Kampagne. Wir haben irgendwie abends um 10 oder so angefangen oder 9, es war Wochenende. Fuel scooping complete. Und dann gespielt. Hat unglaublich Spaß gemacht. Wir hatten richtig viel Laune daran, das einfach zu machen. Und dann irgendwann meinte ich so, ja, muss mal kurz aufs Klo gehen, ich komme gleich wieder. Und mein Computer war damals so aufgestellt, dass ich nicht aufs Fenster gesehen habe. Also das Fenster in meinem Zimmer war in meinem Rücken. Deshalb habe ich das nicht mitbekommen. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen, bin zurückgekommen, habe dann natürlich, weil ich dann in die andere Richtung gucken musste, das Fenster gesehen und weil ich so einen eingezogenen Balkon noch hatte, ist das Licht auch nicht in mein Fenster direkt reingeschienen. Und dann komme ich halt wieder ins Zimmer und denk und merke so, draußen ist schon längst die Sonne aufgegangen. Huch, ich sollte auch mal springen, ne? Längst die Sonne aufgegangen und habe so auf die Uhr geguckt. Fuck, es ist 7 Uhr morgens. Da haben wir einfach von 9 Uhr abends oder so bis 7 Uhr morgens durch Dawn of War 2 gezockt. So, und ich wette, das hätte ich alleine nicht gemacht. Alleine hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, jetzt ist 9 Uhr, fange ich mal an. Dann hätte ich vielleicht 4-5, sagen wir mal zwischen 3-4-5 Stunden, ich musste ja am nächsten Tag, wie gesagt, nicht raus, hätte ich wahrscheinlich gemacht, aber ich hätte wahrscheinlich nicht so lange. Also das ist schon... Ich meine, ich habe es ja im Zusammenhang mit Elite gesagt, ich bin der Meinung, ein Spiel muss nicht unbedingt immer... einen Multiplayer haben. Es geht auch ohne. Aber ein Koop-Modus ist schon was Cooles.
So, und wisst ihr was? Die Folge ist ja eigentlich schon vorbei. Fuel scooping. Wenn ich das richtig gesehen habe, jo. Deshalb verschieben wir den Flug jetzt einfach in die nächste Episode, bis wir da an dem Dock angekommen sind. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss!